So, einen wunderschönen guten Abend. Das 17. Türchen heute am 17. Dezember. Heute ein wenig verspätet, dafür entschuldige ich mich bei allen. Ja, wir waren noch unterwegs und ich habe es einfach nicht früher geschafft und zum Vorfilm war auch keine Zeit. Dementsprechend kommt das Türchen heute ein wenig später als gewohnt. Morgen dann aber wieder zur gewohnten Zeit. Nur heute ein wenig später. So. Türchen Nummer 17, wie immer, wir gucken erstmal einmal in die Tüte rein. Hallo Pyrokatze, ja, Mayo und Ketchup steht auch am Tisch. Gegessen habe ich auch noch eben schnell. So, wir schauen. Oh, zwei schöne große Sachen. Mehrere schöne Sachen. Wir haben die Red Star Silver Pine Fountain. Dann haben wir, oh Gott, schon wieder so ein Riesen, die Red Green Star White Chrysanthemum Fountain. Die hatten wir schon mal, das weiß ich. Die hatten wir schon mal und die war richtig schön. Dann haben wir von Weco mal wieder einen Flitze Feuerstein. Wir haben einen Speedy in Rot. Und wir haben einen klitzekleinen, ganz kleinen Meteoriten. Ich glaube immer noch vom Panda. Ja. So, und dann würde ich sagen, nicht lang schnappen, Kopf im Nacken. Wir nehmen das ganze schöne, feine Zeug. Und gehen ab nach draußen. Oh, ich kipp hier fast um. So, wir sind draußen angekommen. Wir stellen auf. Fünf schöne Artikel haben wir heute für euch. Und dann würde ich sagen, starten wir mit dem Speedy von Nico, ja, in Rot. Und dann viel Spaß beim 17. Türchen. Oh. Sehr kurze Brenndauer. Weiter geht's mit den Meteoriten. Ach du Scheiße. Sehr kurz. Dann haben wir den Flitze Feuerstein von Weco. Ja, wie gewohnt auch sehr kurze Brenndauer, aber immer wieder ein schöner Effekt. Dann geht es weiter von der GBV Weco, die Red Star Silver Pine Fountain. Sehr schön. Oh, und die brennt schon fast. Die, ja, ich lasse jetzt mal. Die glüht schon. Viel Spaß. Es war übrigens die Red Green Star White Chrysanthemum Fontäne. 7,5 Gramm NEM, will ich euch nicht vorenthalten. Und die hatte 7 Gramm NEM. Und ja, das war das 17. Türchen. Wir gehen auf die Zielgerade zu. Morgen geht es weiter mit der neuen Woche und mit dem 18. Türchen. Bis morgen!